Bei uns ist Helmut Huber, Vorsitzender des Vereins Fans for Nature. Erzähl doch mal, was ist das für ein Verein, was sind eure Ziele? Fans for Nature wurde von mir gegründet, 1995, 96 ist entstanden, aus dem Bayern-Fanclub. Ich war praktisch Vorsitzender eines der größten Bayern-Fanclubs in Niederbayern und bin dann bei einer meiner Reisen durch Sumatra, Borneo, auf die Problematik der Tiere, speziell der Orang-Utan-Sort, aufmerksam geworden, habe dann den Verein gegründet mit dem Ziel, Orang-Utans im freier Wildbahn zu erhalten. Also das Ziel war war sehr weit hergeholt. Leider ist es immer ernster und ernster geworden. Es ist nur so, dass wir jetzt nicht nur von Orang-Utans reden, wir reden von Hunderten von Tieren, die wir versuchen zu schützen, und unsere Bemühungen zielen auch dann auf die lokale Bevölkerung ab. Also sprich, ich würde mal sagen, der Orang-Utan ist nur 5% und die Menschen vor Ort sind 95%, aber nur mit den lokalen Menschen wird die Naturschutzarbeit in Indonesien funktionieren, beziehungsweise funktioniert schon sehr gut. Das ist ja, also Sie haben vorher bei der Veranstaltung gesagt, dass die jungen Menschen da vor Ort Mut, Anlass zur Hoffnung geben. Das ist ja gerade, wenn man das global betrachtet, eine gute Nachricht. Und wie kann man denn die zukünftige Generation weltweit am besten natürlich, aber auch jetzt speziell bei uns, auf solche Themen noch besser vorbereiten? Das ist ein sehr schwieriges Thema. Also mein Empfinden ist das, wenn ich Vorträge habe, wenn ich Vorträge mache, also die junge Generation bleibt den Vorträgen fern. Also wir bekommen die 16-, 18- bis 22-Jährigen nicht in die Vorträge. Also wir können sie nicht zwingen, wir können sie nicht hinprügeln. Also wer vor Ort ist, ist die mittlere Generation, sprich 30 aufwärts, die Leute haben wir. Nur, es ist für mich ganz klar, die jungen Leute, die müssten sich auf die Hinterbeine stellen, es ist deren Welt. Also wir sind jetzt in den Mit-50ern, wir bekommen das noch durch irgendwo. Aber die nächste Generation hat die Probleme. Und das ist halt ein ganz schwieriges Thema, die Jungs da hinzubekommen. Also ich bekomme weder im Verein junge Leute, die noch irgendwie helfen wollen, mehr oder weniger so richtig sich einsetzen wollen. Also wir in Deutschland, wir hätten die Macht, wir haben die Bildung, die können uns informieren, die jungen Leute können sich informieren, wir stellen Informationen, Homepage, bei uns wird es nicht so sehr angenommen, Indonesien, die Leute haben, bekommen jetzt die Bildung, Wissen ist Macht, und die Leute unten merken, was los ist, und die stellen sich auf die Hinterbeine, kommen zu uns, in diese NGOs, mit denen wir zusammenarbeiten. Also für mich ist das Wahnsinn. Also wenn ein Tierarzt dort ist, der ist sehr gut ausgebildet, der ist einer unserer Stationen, die haben weder Strom noch irgendwie Medikamentenschrank, und der bleibt vor Ort, kümmert sich um die Orang-Utans nach bestem Wissen und Gewissen. Jedes Sample, jede Blutprobe muss nach Jakarta geschickt werden. Also unvorstellbar kompliziert, aber die Leute bleiben dort. Sie sind überzeugt von dem, was wir machen, und deswegen. Das ist der einzige richtige Lichtpunkt am Horizont, den ich jetzt im Moment sehe über die ganze Geschichte. Ist das im Endeffekt auch die Motivation, weiterzumachen? Die Motivation liegt viel tiefer, die liegt irgendwo tief im Herzen. Also es ist, wenn man Orang-Utan, den ersten, wenn man rettet und hat den dann mehr oder weniger, du hast den Arm, ist ein Baby, und du merkst, das ist nicht irgendein Tier, der weiß genau, was passiert. Also das in den Augen, Du hast einen kleinen Menschen vor dir, entschuldige, wenn ich so sage, aber 96,7% sind wir gleich mit dem Orang-Utan, nur der große Kehlkopf verhindert, dass er spricht. Und du baust eine emotionale Bindung auf, die ist unbeschreiblich. Und jetzt ist mir jetzt wieder passiert. Also ich habe mich abgeschottet, ich wollte das nicht mehr machen. Also ich habe gesagt, ich fasse keinen mehr an, ich mache keinen mehr zu meinem Orang-Utan. Wir haben jetzt einen Film gedreht im Mai über unsere komplette Arbeit vor Ort, und eben im Rahmen dieser Filmarbeiten ist es wieder passiert. Also der hat die Hand rausgesteckt aus dem Käfig, und ich konnte halt dann irgendwann nimmer, dann nimmer die Hand, und dann hat er die Hand, dann guckt er dir in die Augen so ungefähr, ich will hier raus. Okay, das Versprechen ist gegeben, der muss jetzt hier raus, also ich muss jetzt im Mai, März gucken, dass ich genügend Geld habe, um die Regierung zu bezahlen, also um diese, das ist ja offiziell, es ist nicht erlaubt in Indonesien Orang-Utan zu halten, aber ich muss einfach gucken, dass ich genügend offizielle Leute bekomme, die ja bewaffnet sind, dass ich da hingehen kann und kann den Orang-Utan rausholen. Also ich bin der Buhmann, da kommt ein großer tätowierter Glatzer aus Europa, holt das Tier da weg, meine Leute sind außen vor, ich ziehe die negativen Dinge auf mich, die sehe ich mich nie mehr wieder, ist für mich kein Problem. Und der Orang-Utan wäre nach acht Jahren in einer kleinen Holzkiste endlich mal in einen Quarantänekäfig und dann, so Gott will, auf einer Insel, die wir gekauft haben letzten Mittwoch, und dann irgendwann, wenn es denn so klappen würde, wieder draußen im Regenwald.
Ihr braucht also eine Menge Geld für diese Aktionen. Wie kann man euch denn da unterstützen? Wie kann man euch Geld zukommen lassen? Also mein größter Unterstützer, ob das jetzt finanziell ist, sei dahingestellt. Aber mit Hannes Jenicke, wir haben uns kennengelernt vor 8, 9 Jahren und wir waren sofort auf der gleichen Wellenlänge. Und wenn ich halt mit ihm irgendwo hingehe, ist es viel einfacher zu argumentieren. Also ich gehe zu großen Organisationen, wenn ich alleine hingehe, dann ist es ganz einfach, mich wegzuschicken. Aber so ein Mann, der sich praktisch der Mr. Naturschutz in Deutschland ist, da haben dann plötzlich diese Organisationen auch Rieseninteresse für uns. Wir haben jetzt zum Beispiel, ich kann dir zeigen, wir machen im Moment, versuchen wir die letzten Java-Leoparden zu halten. Es gibt vielleicht noch 50 oder 60 Java-Leoparden auf der ganzen Welt. Wir haben 7 von denen. Haben wir jetzt zusammen mit Hannes und mit der großen Organisation das beste, tollste Gehege für Leoparden gebaut, das in komplett Indonesien vorhanden ist. Das war für Hannes und mich ein Besuch in Wien, eine Stunde Gespräch und das Ganze war erledigt. Wenn ich das allein machen müsste, Arbeit über Jahre und das Ergebnis steht in den Sternen. Ansonsten finanziert sich Fans for Nature nur aus Spenden. Also wir haben Mitgliedsbeiträge, circa haben wir 300 Mitglieder und Spenden. Und dann gehen wir halt so Patenschaften für Orangutans aus. Also wenn man so ein Orangutan-Baby praktisch irgendwo wegholt, dann wird eine Foto gemacht, eine Geschichte dazu. Das können die Leute dann Patengelder geben. Und wir versuchen dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr das Magazin zu drucken. Und die Leute bekommen das dann als Information von uns.